beschlossen. Das bringt uns nach den Punkten ohne Debatte jetzt, wie wir es bei der Tagesordnung festgelegt haben, zum Punkt 22.16. Ein Antrag Fraktion Die Linke, die ihn zunächst einbringen kann. Dann habe ich zahlreiche Ersetzungs- bzw. Änderungsanträge, die danach eingebracht werden könnten. Wir könnten uns, das aber so viele betrifft, auch darauf einigen, dass wir das dann gleich in der Fraktionsrunde mitmachen. In der Fraktionsrunde würden Bündnis 90 Die Grünen beginnen. So, damit zur Einbringung des Antrages. Wer macht's? Herr Kiesling, bitteschön. Kann man das eigentlich hochschreiben hier? Ja. Ja, geht nicht. Ich frage mich immer, ob man dieses hochschreiben kann. Ich weiß aber den Knopf nicht. Wo macht man das? Hier oben? Ja, bewegt sich nicht. Gut. Also, sehr verehrte Damen und Herren, eine Haushaltssperre hat zur Voraussetzung, dass uns irgendjemand erklärt, das Geld sei ganz furchtbar knapp. Das ist passiert mit dem langen Folienvortrag. Und wir sind ein bisschen darauf angewiesen, das zu glauben, auch wenn die eine oder andere Indizienlage sagt, so knapp kann es gar nicht sein. Aber wenn denn das Geld knapp ist, dann muss jeder Cent dreimal umgedreht werden. Soweit ist es klar. Ist das Mikro schon wieder weg? Ob das, was man da ausgeben möchte, auch wirklich dringend nötig ist. Und ob es dringend nötig ist, das entscheidet entweder der Leiter der Finanzverwaltung, herrschaftlich in seinem Büro, in dem alle aus der Verwaltung zu ihm kommen müssen, sich verneigen müssen, sagen müssen, das brauchen wir dringend, verhandeln müssen. Oder es kann der Stadtrat entscheiden. Wir als Linke waren der Meinung, dass die Ausgaben für Sport, für Jugendhilfe und für Soziales, und zwar die Ausgaben, die Gelder, mit denen wir Dritte unterstützen, dringend notwendig sind. Und ich glaube, das muss man auch gar nicht mehr intensiv erklären. Es spricht eigentlich für sich. Und es sprach auch bis zum Finanzausschuss vieles dafür, dass wie immer die Gemengelage so ist, dass die eine Hälfte des Stadtrates sagt, nein, der Zivilgesellschaft geben wir kein Geld, es interessiert uns nicht, dass da Ehrenamt gefördert wird. Und die andere Seite sagt, eigentlich könnte es noch mehr sein, rechts, links. Und es war bemerkenswert, dass die CDU im Finanzausschuss gesagt hat, na gut, wir krummeln mal ein bisschen, aber wir akzeptieren, dass an dieser Stelle die Situation so ist, dass wir diesen drei Bereichen, Jugendhilfe, Sport, Soziales, die jetzt gesperrten Gelder geben. Für mich bemerkenswert, weil es eine kluge Entscheidung gewesen ist, der CDU, nicht noch mehr Unfrieden in diese Stadt zu tragen, den Ärger mit dem, was hier politisch passiert, nicht noch weiter anzuheizen, sondern sich hier einen vernünftigen Weg zu begeben. Jetzt hat die CDU ihre Meinung geändert. Sie möchte das Geld nur noch für den Sport freigeben. Und sie möchte bei der Gelegenheit auch gleich eine eklatante Haushaltsfehlplanung im Geschäftsbereich ihres Bürgermeisters beseitigen. Eigentlich kein Problem für uns, den Sport zu unterstützen. Auch kein Problem für uns, diese eklatante Haushaltsfehlplanung zu beseitigen, wo irgendjemand mir mal erklären muss, wieso man Gelder aus dem einen Jahr für das andere verwendet. Niemand erklärt es, aber es wird gemacht. Niemand erklärt es, aber es wird gemacht. Aber wir gern im Interesse der Vereine sind wir da dafür. Aber warum, liebe CDU, warum seid ihr der Meinung, dass im Sozialbereich, in dem Jugendhilfebereich die wohlklingenden Worte, die in der Begründung eures Änderungsantrages stehen, wie wichtig der Sport ist, warum seid ihr der Meinung, dass das in den anderen Bereichen nicht der Fall ist? Und ich will mal nur über die Jugendhilfe reden, weil da habe ich die meiste Ahnung, und beschreiben, was da genau passiert an drei ausgewählten Beispielen. Es sind noch ein paar mehr. Der Jugendhilfeausschuss hat Gelder für bestimmte Zwecke zurückgelegt und die fallen jetzt unter Haushaltssperre weg. Drei Beispiele. Das erste ist ein Sachkostenfonds. Es war nicht klar, bei welchen Trägern welche Sachkostenerhöhungen wie steigen im Rahmen der allgemeinen Sachkostensteigerung, von denen wir an vielen Stellen hören. Da hat er etwas Geld zur Seite gelegt. 100.000 Euro, nicht viel. Beantragt wurden, mitgeteilt von den Trägern, dass die Sachkosten gestiegen sind, wurden über 800.000 Euro. Sicher kann man das noch prüfen. Vielleicht schreibt der ein oder andere da zu viel auf. Aber es ist doch klar, dass an dieser Stelle ein Bedarf besteht. Das ist Geld, was wir nicht hier im Haushalt irgendwo sparen. Das ist Geld, was wir den Vereinen einfach aus der Tasche nehmen, weil die müssen diese Sachkosten doch bezahlen.
Die CDU will das so. Sie will den Verein das Geld aus der Tasche nehmen. Ein zweiter Punkt, zweiter Fonds, will ich einfach benennen. Das ist der Flexipool. Für die, die nicht wissen, was es ist, und das dürften viele sein, folgendes: In einer offenen Einrichtung müssen die Mitarbeiter dort sich um die Kinder und Jugendlichen kümmern, die das Haus freiwillig besuchen und dort ihre Freizeit verbringen. Und sobald einer davon eine besondere Zuwendung braucht, dann ist da eine Überforderungssituation. Also hat sich schon lange im Jugendhilfeausschuss und auch in der Fachverwaltung eine Idee breit gemacht, zu sagen, wenn so ein besonderer Fall eintritt, dann bekommen die Träger eine besondere kleine Ressource. Sehr kompliziert, langsam auf dem Weg. Das ist der Versuch, die Kosten im Hilfe- zur Erziehungsbereich präventiv niedrig zu halten. Keiner weiß, ob es klappt, weil es ist nämlich im letzten Jahr das erste Mal probiert worden. Und die Verwaltung sagt, na gut, wir wollen es weiter probieren. Die CDU will das nicht. Ihr sind offenbar die steigenden Kosten in diesem Bereich egal. Und der dritte Punkt, auch das muss man sagen, auch für die Öffentlichkeit, wir fördern sehr viel in der Jugendhilfe. Da sind viele Menschen beschäftigt. Also hat dieser Bereich auch Verantwortung für die Nachwuchsarbeit. Deswegen hat der Jugendhilfeausschuss gesagt, bitte, wir geben eine Unterstützung für die Berufsausbildung. Weil wenn man nämlich in einer Jugendeinrichtung einen Praktikanten oder jemanden im Studium, im dualen Studium aufnimmt, kostet das jeden Monat Geld. Wo soll ein freier Träger dieses Geld herhaben? Deswegen hat der Ausschuss gesagt, wir legen da eine kleine Summe zur Seite, um das zu probieren, damit der Bereich der Jugendhilfe an dieser Stelle seine Verantwortung übernehmen kann, nämlich für die Nachwuchsförderung, für die Fachkräfteförderung. Die CDU will das nicht. Und das muss man hier an dieser Stelle so sagen, mit der Fokussierung nur auf den Sport werden andere Bereiche mit Füßen getreten. Und falls ich noch mal vorgehe mit 3 Minuten, wie die Grünen hier etwas eingeschränkt haben, sage ich noch ein bisschen mehr zu den Ungerechtigkeiten. Vielen Dank fürs Ausdauern. So, jetzt hätten wir eine Reihe von Anträgen und ich frage mal ab, ob sie jetzt direkt eingebracht werden sollen, Freie Wähler. Jetzt oder in der Fraktionsrunde? SPD? Fraktionsrunde? Dann haben wir einen interfraktionellen CDU und auch eine Fraktionsrunde. Dann habe ich noch Ergänzungsanträge, Die Linke. Sieht auch danach aus. Und ich habe einen Änderungsantrag AfD. Machen wir dann. So, damit würde es heißen, wir steigen ein direkt in die Fraktionsrunde und wie ich es eingangs gesagt habe, Bündnis 90 Die Grünen. Wir beginnen, Herr Hans. Oder jemand anders? Ach, da ist er. Wir haben jetzt ein bisschen kuriose Situation, dass ich jetzt indirekt die Änderungsanträge einbringe, wenn man so will, weil ich ja irgendwie auch darauf reagieren muss, wie auch schon mein Kollege Thilo Kiesling, also der Oberbürgermeister, meine Kolleginnen und Kollegen und Damen und Herren. Ich will sagen, wir sehen genauso, dass wie auch jetzt gerade Thilo Kiesling das schon dargestellt wird, dass alle drei Bereiche, die sozusagen ja auch Inhalt des Ursprungsantrags der Linken waren, Bereich Soziales, Jugendhilfe und Sport, wichtig sind für den sozialen Zusammenhalt in der Stadt, gerade jetzt in der Situation, eben freie Träger, darum ging es ja nur, nicht die Verwaltung, sondern die freien Trägerbereiche zu unterstützen, um eben auch im sozialen Bereich, im sozialen Zusammenhalt zu wirken, dort nicht Personalkostensteigerungen sozusagen jetzt auf Kosten der freien Träger teilweise wirken zu lassen. Bei der Landeshauptstadt Dresden haben wir den Personalbereich rausgelassen bei der Haushaltssperre. Hier trifft es zum Teil, es wurden ja auch Gelder schon zugewiesen und ausgezahlt, aber eben mit den Restsperren, die noch vorhanden sind, eben auch die freien Träger in diesen Bereichen. Und deshalb werden wir auch diesen zusätzlichen Änderungsanträgen sozusagen der Linken, die sich jetzt auf den Ersetzungsantrag der CDU Freien Wähler bezieht, zustimmen. Da der Sportbereich jetzt in dem Ersetzungsantrag von CDU und Freien Wählern sozusagen auch selbst das Problem mit löst, wie wir das auch länger schon im Sportausschuss diskutiert haben, aber da noch keine endgültige Lösung sozusagen uns vorgelegt werden konnte, stimmen wir dem zu. Aber wie das jetzt mein Vorredner schon gesagt hat, wir finden es schon ein Missverhältnis, wenn man nur diesen Bereich betrachtet und nur diesen als denjenigen betrachtet, der eben für das soziale Gemeinwesen unserer Stadt besonders wichtig ist. Ich möchte, ohne dass die SPD jetzt bisher reden konnte, aber die SPD da nochmal ansprechen. Deswegen muss ich kurz den Kollegen nochmal fragen, ob eigentlich, weil die Hand sind, glaube ich, gar nicht so aufgezählt, der Ersetzungsantrag der SPD, dass die Haushaltssperre komplett aufgehoben wird, überhaupt noch nun doch aufrechterhalten wird. Da muss ich sagen, liebe SPD, ich verstehe euch nicht ganz, weil wir haben im Finanzausschuss gehört,
ja, das könnt ihr ja gleich erläutern, aber wir haben im Finanzausschuss gehört, dass die Haushaltssperre 30 bis 40 Millionen zum Jahresende ungefähr bringen soll. Es kommt eben darauf an, wie viele Freigabeanträge noch gestellt werden und was sozusagen noch als besonders wichtig erachtet wird. Bisher hatten wir bei der ganzen Diskussion vorher, die auch schon ein bisschen über die Öffentlichkeit lief, ja, sind wir eher davon ausgegangen, gut, es sind noch 5 bis 6 Millionen zusätzlich, die es vielleicht erbracht werden. Und wie ihr das so formuliert habt, wir sind ja fast bei einer schwarzen Null angekommen. Aber wenn man 30, 40 Millionen Minus als schwarze Null bezeichnet, dann ist das schon ein bisschen komisch. Von daher glauben wir eben nicht, dass das der richtige Weg ist. Wir haben auch mit vielen, auch in der Verwaltung gesprochen, viel wichtiger ist, dass, und da möchte ich das als Appell erstmal an Sie als Oberbürgermeister und auch an Frau Möckel als sozusagen die zuständige Leiterin der Finanz, der Stadtkämmerei und auch der Finanzverantwortlichen hier in der Stadt jetzt offiziell richten, dass Sie nicht sofort im nächsten Jahr wieder mit einer Haushaltssperre starten, selbst wenn die Prognose für nächstes Jahr immer noch sehr negativ ist. Sie haben uns da was dargestellt von ungefähr 70 Millionen Minus im nächsten Jahr, das ist immerhin 20 Millionen weniger als noch zum Aussprechen der Haushaltssperre, aber ich finde, lassen Sie uns, abgesehen von der Novembersteuerschätzung und den Abrechnungen nochmal, auch Anfang des Jahres vielleicht bitte drauf gucken, bevor Sie vielleicht 2024 schon wieder eine neue Haushaltssperre aussprechen. Das würde wirklich die Arbeit in dieser Stadt sehr stark beeinträchtigen, gerade auch im sozialen Bereich. Also wir stehen dazu, dass Soziales und der soziale Zusammenhalt in dieser Stadt noch besser unterstützt wird jetzt mit den Änderungsanträgen, die auf dem Tisch liegen. Wir halten aber nichts davon zu sagen, eigentlich ist alles prima, wir brauchen keine Haushaltssperre mehr. Vielen Dank. So, wir setzen fort mit der CDU-Fraktion. Herr Krüger. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sicherheit ist nicht nur die körperliche Unversehrtheit, die wir unseren Bürgern verpflichtend gegenüberstehen, sondern Sicherheit heißt auch, dass wir verantwortungsvoll mit den Finanzen umgehen, Finanzen, die fast ausschließlich durch Steuern von den Bürgern erwirtschaftet werden. Und insofern haben unsere Bürger das Recht, dass wir verantwortungsbewusst mit ihren Steuern, das heißt mit unserem Haushalt, umgehen. Wir haben eine Haushaltssperre, wir alle kennen die Gründe dafür. Und wir haben auch in der letzten Finanzausschusssitzung mitgeteilt bekommen, welche Chancen sich aus dieser Maßnahme ergeben. Wir haben auch schon in der Vergangenheit viele Teile dieser Haushaltssperre aufgelöst. Ich kann mich nur erinnern, Sie erinnern sich auch, dass wir die Mittel für die Stadtbezirksbeiräte, Ortschaftsräte freigegeben haben. Also auch Mittel, die unmittelbar für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort wirken. Auch Einzelanträge konnten an die Kämmerei gestellt werden und wurden in den meisten Fällen, so ist es uns bekannt gegeben worden, auch genehmigt. Jetzt kommt die Linke um die Ecke und ich habe manchmal das Gefühl, lieber Thilo, dass wir über zwei verschiedene Dinge reden. Ja, das eine ist die Verantwortung, was ich sage, dass wir eben auch unseren Bürgern die Sicherheit geben müssen. Und das andere ist, einfach weitermachen, als wenn es kein Morgen gäbe. Wir alle, das hatte ich in meiner letzten Rede hier schon angesprochen, wissen, welche großen Klötzer noch vor uns stehen. Ich sage nur Stichwort DVB-Finanzierung. Hier noch viele, viele ungeklärte Dinge. Hier erwarten uns ebenfalls zweistellige Millionenbeträge, die noch irgendwo herkommen müssen. Ich erinnere an die städtischen Kliniken, auch hier noch große Aufgaben, die wir in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren stemmen müssen. Alles das, wenn wir nicht in eine Neuverschuldung rutschen wollen, müssen wir verantwortungsbewusst auch durch eine Haushaltssperre eben bewerkstelligen. Unser Änderungsantrag beruht eben nicht darauf, das eine gegen das andere auszuspielen, sondern hier ist eindeutig drin, dass mit investiven Mitteln aus dem Sportbereich, der eben so, wie es auch in der Begründung steht, führt, dass diese und nächstes Jahr nicht ausgegeben werden kann, weil eben die Kapazitäten fehlen. Wir alle kennen auch die Situation am Baumarkt. Das heißt also, welche Schwierigkeiten es gibt, auch entsprechende Baufirmen zu binden. Und dass wir dieses umwidmen, um eben auch hier den Sportvereinen tatsächlich
diese Mittel zur Verfügung zu stellen und zum Beispiel eben für die ausgebildeten Fachübungsleiter, für die Trainer, aber auch für die Vereine unmittelbar eben zur Verfügung zu stellen. Ich denke, das ist, gerade wenn wir angesichts 113.000 organisierter Sportlerinnen und Sportler, ist das eine Breitenwirkung und anders als eine kleine Selektivwirkung, die eben hier klischeegebunden und eben auch lobbygebunden eben realisiert werden soll. Meine Damen und Herren, dieser interfraktionelle Änderungsantrag gibt den Sportvereinen und ihren Trainern und den Angehörigen Sicherheit. Deswegen bitten wir um entsprechende Zustimmung. Alle anderen Änderungsanträge werden wir ablehnen. Wir müssen sorgsam mit unseren Finanzen umgehen, damit wir auch, wir wissen, im Januar beginnt ja bereits die Aufstellung des neuen Haushaltes, den dann sicher der ein oder andere, aber auch viele neue Kolleginnen und Kollegen dann beschließen müssen. Sicherheit, damit wir auch in Zukunft Straßen und Wege instand setzen können. Sicherheit, dass wir auch Sauberkeit und Sicherheit auf den Straßen und Plätzen haben. Sicherheit, dass wir auch endlich wieder den Wohnungsbau ankurbeln können. Also alles wichtige Themen, wo ich mir sage, heute auf einen kleinen Schnaps verzichten, um große Aufgaben in der Zukunft lösen zu können. Da bitte ich um Ihre Zustimmung und werbe um Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Wir gehen weiter in der Fraktionsrunde. SPD, Herr Hecht. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrats, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir sprechen heute über die Haushaltssperre der Landeshauptstadt Dresden. Die Leitung der Stadtkämmerei, Frau Möckel, ist die Fachbedienstete für das Finanzwesen in der Stadtverwaltung. Sie hat die Aufgabe, die Bremse reinzuhauen, wenn der Haushalt aus dem Ruder zu laufen droht. Also wenn die Einnahmen für die Ausgaben nicht mehr ausreichen könnten. Und genau das wurde im Juni befürchtet. Für Ende 2023 wurden 50 Millionen Euro Defizit in der Stadtkasse prognostiziert. Für das Jahr 2024 wurden sogar noch mehr angenommen. Das hört sich nach wahnsinnig viel Geld an, aber wir dürfen nicht vergessen, dass der gesamte Haushalt der Stadt für dieses Jahr allein rund 1 Milliarde beträgt. Es ist also eine Abweichung von 0,05%. Natürlich sind die Zeiten finanziell rau. Es gibt eine spürbare Inflation, gestiegene Preise, vor allem was Energiekosten angeht, Tarifsteigerungen für die Angestellten. Es gibt eine sehr teure Krise bei der Unterbringung und Versorgung der zu uns geflüchteten Menschen. Insofern ist eine Abweichung der Haushaltsplanung von 50 Millionen Euro eigentlich erstaunlich wenig. Trotzdem muss der Haushalt natürlich gedeckt werden. Also hat Frau Möckel eine Haushaltssperre erlassen. Das heißt, die Ämter und Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung müssen bis Ende des Jahres sehr, sehr sparsam sein. Das geht natürlich nicht bei den Pflichtaufgaben, sondern nur bei den freiwilligen Vorhaben oder Leistungen. Schon damals im Juni kam es manchen komisch vor, dass Dresden eine der ganz wenigen Städte ist, die diesen Weg der Haushaltssperre gegangen ist. Und jetzt liegt ein Finanzzwischenbericht vor. Dieser analysiert das erste Halbjahr und was soll ich sagen? Die Zahlen sehen gut aus. Nach vielem Hin und Her diskutieren muss die Kämmerei ein Defizit von 2,3 Millionen Euro am Ende des Jahres fürchten. Die Haushaltssperre hat also ihre Wirkung erzielt. Immerhin, und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, immerhin befinden wir uns zu Anfang des letzten Quartals 2023. Große Veränderungen ins Negative sind nicht mehr zu erwarten. Es wurde sogar davon geredet, dass das Ganze, die Prognose um 5 Millionen hin oder her schwanken könnte. Das heißt, wir könnten sogar im Positiven herauskommen. Und die Steuerschätzung wird wahrscheinlich wie jedes Jahr wieder etwas positiver ausfallen. Und deswegen, ganz ehrlich, ein zu erwartendes Defizit von 2 Millionen Euro bei so einem großen Gesamthaushalt ist kein Grund für so ein massives Mittel einer Haushaltssperre. Deswegen haben wir einen Ergänzungsantrag zum Antrag der Linken eingebracht. Die Linken wollen wichtige Aspekte von der Haushaltssperre ausnehmen,
Wir wollen die gesamte Haushaltssperre aufheben. Das ist unser Recht als Stadtrat. Alles, was die Haushaltssperre jetzt noch bewirken wird, ist nach unserer Meinung schädlicher als der mögliche Nutzen. Und, wie wollte es Frau Möckel am Ende erklären, wenn die Stadt auch dieses Jahr positiv abschließt. Das wäre ein Unding, eine Haushaltssperre für das Erreichen eines Überschusses in der Stadtkasse zu nutzen. Hier muss die Politik führen und nicht die Vorsicht einer Kämmerei. Hilfsweise, also wenn unser Ergänzungsantrag abgelehnt werden sollte, haben wir einen Ergänzungsantrag. Wir wollen nicht nur die Mittel für die freien Träger des Sports und der Wohlfahrtspflege, wie es der linken Antrag vorsieht, freigeben, sondern auch die Mittel, alle Mittel der Stadtbezirksbeiräte, der verschiedenen Beigeordneten, Beauftragten und des Amtes für Schulen. Die hier zu erwartenden Schäden für die Schulen und das gesellschaftliche Leben sind zu groß. Wir wollen den hilfsweisen Ergänzungsantrag nicht als Ergänzung zum linken Antrag sehen, sondern neuerdings als Ergänzung zum interfraktionellen Antrag von CDU und Freien Wählern. Und in diesem Zusammenhang habe ich noch eine Frage an die Stadtverwaltung zum Antrag der CDU. Die Rechtmäßigkeit der im Antrag geforderten Umwidmung von 1,2 Millionen aus der investiven in die konsumtive Sportförderung. Wie ist das? Geht das? In dem Sinne, vielen Dank. So, wir machen weiter und sind bei der FDP-Fraktion. Herr Blüttner. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Thema Haushaltssperre geistert ja jetzt immer mal wieder hin und her. Anträge zur Teilaussetzung der Haushaltssperre. Wir hatten im letzten Finanzausschuss den Finanzzwischenbericht. Kommt dabei raus, dass wir bei einer Fortführung der Haushaltssperre wohl hoffentlich bei einer Punktlandung landen im Haushalt, haben aber auch für 2024 aktuell 70 Millionen Risiko auf der Uhr, was wir ins Minus drehen, und DVB und Ähnliches sind teilweise noch nicht mal eingerechnet. Das heißt, aktuell zusammenfassend, es sieht alles andere als gut aus. Wir leben aktuell über unsere Verhältnisse. Das ist dann insbesondere der SPD-Antrag zur Aufhebung wirklich mehr als merkwürdig. Muss ich mich auch wundern, ob man da manchmal einfach nicht zuhört, weil genau diese Punktlandung ist ja unter Fortführung der Haushaltssperre. Und entsprechend hat es ja dann entsprechende Auswirkungen, wenn man sie aufheben würde. Also man sollte das dann nicht ignorieren, und aber gibt es ja auch manche andere Anträge, wo man sagt, das Geld spielt keine Rolle, wir geben alles für alles aus. Da sollten wir vorsichtig sein, auch für die Zukunft sinnvoll haushalten, weil alles, was wir jetzt falsch machen, fällt uns nächstes Jahr umso heftiger auf die Füße. Im Bereich Soziales und im Bereich Jugendhilfe gab es ja entsprechende Maßnahmen. Da wurde ja auch schon koordiniert, dass deutlich weniger gesperrt wurde, als es ursprünglich war. Entsprechend die Absprachen haben funktioniert. Es gab da jetzt keinerlei schwierige Mitteilungen, wo man denkt, dass das jetzt nicht funktioniert oder problematisch ist. Entsprechend sehen wir da keine notwendigen Eingriffe, die die Haushaltssperre dort in dem Bereich aussetzen, sodass wir das ablehnen. Wo wir mitgehen können, ist der Ersetzungsantrag der CDU. Im Sport haben wir da deutlich argere Schwierigkeiten. Die Absprachen sind da nicht so funktionierend wie anderweitig, sodass wir genau den kleinen Bereich ausklammern können. Bei allem anderen sollten wir konsequent zur Haushaltssperre stehen und wirklich schauen, dass wir dort vorsichtig mit dem Geld umgehen, damit uns das nicht umso heftiger auf die Füße fällt, weil wenn wir das entsprechend nicht fortführen, dann wird es nächstes Jahr umso schwieriger. Vielen Dank. Wir setzen fort mit Freie Wähler, Freie Bürgerfraktion. Herr Lippmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Fraktion ist eine sehr sportaffine Fraktion, das ist kein Geheimnis. Insofern können wir auch immer wieder betonen, dass der Sport in Dresden nach unserer Auffassung unterfinanziert ist. Sport wirkt präventiv und sollte in jedem Falle Vorzug genießen, was die Förderung, die Ausgestattung der Fonds angeht, vor den anderen Bereichen, die mehr oder weniger Nachsorge sind oder die gegebenenfalls das Gleiche tun. Also ich denke jetzt mal an Integrationsaufgaben, da hat der Sport insgesamt in den letzten Jahren Großes geleistet.
Und ich denke, das sollte honoriert werden. Hinter dem Sport stehen 390 Sportvereine, das ist bekannt, 110.000 aktiv Sporttreibende und eine ungezählte Anzahl von Ehrenamtlichen, die wir genau mit diesen Maßnahmen, die wir in den letzten Monaten gefahren haben, demotivieren und ein Stück weit auch vor den Kopf stoßen. Es gibt kleine Vereine, die haben keinen hauptamtlichen Geschäftsführer. Wenn ich die regelmäßig mit Förderanträgen über oder beziehungsweise mit Bescheiden überschütte, die zum Teil noch Anträge aus dem Jahre 2022 angehen, die noch nicht bedient sind und so weiter. Einige Vereine haben dabei schon den Überblick verloren, was eigentlich bewilligt ist und was noch zu bewilligen wäre. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn, haben wir am 6.9. bereits, also vor 3 Wochen, unseren Ersetzungsantrag formuliert, der den Bereich Sport die volle Förderung zubilligen soll, als Ausnahme für die Haushaltssperre, die bekanntermaßen verhängt werden musste. Wir wissen, dass also diese Bedarfe auch nicht ausreichen oder die Förderung, die wir damit freimachen, auch nicht ausreicht. Insoweit hat es mit Gesprächen oder nach Gesprächen mit der CDU die Möglichkeit gegeben, die jetzt als Ersetzungsantrag, als gemeinsamer Ersetzungsantrag mit der CDU auf dem Tisch liegt. Und wir bitten dort einfach um Zustimmung für diesen Ersetzungsantrag CDU, Freie Wähler, Freie Bürger, und würden in dem Kontext unseren eigenen Antrag von vor 3 Wochen zurücknehmen. Vielen Dank. Wird Dissidenten das Wort gewünscht? Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Wir haben jetzt schon sehr viele, ich sag mal so, gut gemeinte, aber doch etwas verkopfte Reden gehört. Und deswegen möchte ich jetzt zu Beginn meiner Rede mal ungefähr beschreiben, worum es hier eigentlich geht. Wir haben als Stadt Dresden jetzt eine Haushaltssperre bekommen. Haushaltssperre spricht der Oberbürgermeister aus, und das bedeutet, wir dürfen halt in vielen Sachen nicht mehr Geld ausgeben. Ist eine Haushaltssperre. Wenn man sich das jetzt mal übertragen auf seinen eigenen Haushalt, da kann man sich das besser vorstellen. Wenn man sich das mal übertragen vorstellt, heißt das einfach, wir geben jetzt erstmal nichts mehr aus. So vereinfacht gesagt. Das bedeutet also, wenn man sich das einfach für sich selber vorstellt, das geht natürlich einen Tag gut, das geht auch 2 Tage gut, das geht auch 3 Tage gut. Es sind jetzt Sachen, die man einkaufen muss. Es gibt halt Dinge, zum Beispiel Luxus, den muss ich nicht unbedingt haben. Darauf kann man ganz gut verzichten. Wenn wir jetzt zum Beispiel, einfach nur ein Beispiel des eigenen persönlichen Haushalts, wenn wir jetzt zum Beispiel an Einkaufen denken, na, Nahrungsmittel ist schwierig, da kann ich vielleicht sparen, aber so Kleidung oder Schuhe kann ich auch mal ein bisschen strecken. Wie ist das aber, wenn ich jetzt zum Beispiel die Nachhilfe bezahlen muss für mein Kind oder ich habe Vereinsbeiträge, die ich bezahlen muss? Das geht wahrscheinlich eine Weile auch noch, aber irgendwann geht das nicht. Und dann, und das ist der wichtige Punkt, dann gehen halt Sachen kaputt. Weil wenn ich nicht mehr handlungsfähig bin, wenn ich eine Haushaltssperre habe, ob jetzt privat oder im Haus, in der Stadt, dann geht das nicht ewig lang. Wenn ich das lange durchziehe, da gehen Sachen kaputt. Und deswegen ist eine Haushaltssperre auch nur gedacht dafür, kurzfristig, wenn eine akute Situation eintritt, kurzfristig zu gucken und dann eine Entscheidung zu treffen. Weil was ist denn der tiefere Grund, dass wir eine Haushaltssperre haben? Der tiefere Grund ist, dass unsere Planung, Einnahmen und Ausgaben einfach mal in der Vergangenheit falsch gewesen sind. Das heißt, man muss das tun, was man auch im Privaten tun würde. Man muss entweder das zurückschrauben, was man sich eigentlich leisten will. Na, wir müssten jetzt sagen, ein verantwortungsbewusster Stadtrat würde sagen, okay, dieses Projekt müssen wir 3 Jahre schieben, dieses Projekt brauchen wir doch nicht und dieses Projekt machen wir anders. So, das müssen wir machen, man müsste also die Kosten nicht jetzt im laufenden Betrieb Woche für Woche, sondern man müsste sagen, okay, hier sparen wir 30, 40, 50 Millionen und dann hätte man auch wieder das Geld. Oder man müsste die Einnahmen erhöhen. So, wir haben hier diesen Fall in dem Stadtrat, dass wir bis 2028 45 Millionen ungefähr liegen lassen. Das hat die Haushaltskoalition beschlossen. Ich rede natürlich über die Parkgebühren. Das ist ein Vorschlag gewesen vom Oberbürgermeister. 45 Millionen in den nächsten Jahren lassen wir einfach liegen.
Und mehr oder weniger, das war von links bis fast rechts, alle zucken mit den Schultern und sagen, naja, ach nee, wollen wir nicht. 45 Millionen könnten wir dort ad hoc in den nächsten Jahren dazu tun. So, wir haben kein Geld, haben wir gehört. So, wenn wir jetzt 4 oder 8 Wochen nach vorne spulen oder Sie in Ihr Mandatsinfo gucken, wir haben eine Vorlage in der Pipeline, in der plötzlich 50 Millionen Euro vom Himmel fallen. Vorlage V2442. So, da fallen plötzlich 50 Millionen vom Himmel. Die sind einfach da. So, warum sind in V2442 plötzlich 50 Millionen da und für andere Sachen nicht? Und warum lässt dieser Stadtrat Millionen einfach liegen, die sogar der Oberbürgermeister vorgeschlagen hat? Das verstehe ich nicht. Also, diese Haushaltssperre muss aufhören und dann müssen wir uns als verantwortungsbewusster Stadtrat in die Augen gucken und gucken, wo können wir die Einnahmen erhöhen oder wo können wir die Ausgaben runterbringen. Aber wir können uns hier 37 Millionen Ersetzungsanträge an den Kopf schmeißen. So einfach, wie ich es gesagt habe, ist es. Einnahmen müssen erhöht werden oder Ausgaben müssen runter und die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Dankeschön. So, wir kommen zum Abschluss der Fraktionsrunde. AfD-Fraktion, Frau Dr. Schips. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, zuerst ein Wort an Herrn Schulte-Wissermann. Die AfD-Fraktion lässt das Geld in den Taschen der Bürger und das liegt nie irgendwo rum, das bleibt bei den Bürgern. Und wenn die Bürger mehr Geld in den Taschen haben, können die das natürlich auch wieder in Geschäften und in gastronomischen Einrichtungen und in Hotels und in Museen und in Galerien und sonst, wo man überall hingeht und was der Mensch so braucht, ausgeben und nicht für Parkgebühren für die Stadt Dresden. Das nur als Vorrede. Ich möchte jetzt auch keine große haushaltspolitische Grundsatzrede hier halten. Ich will einfach nur sagen, angesichts des Finanzzwischenberichts, den wir am Montag hier im Finanzausschuss vorgestellt bekommen haben, unterstütze ich den Antrag, die Sportförderung hier freizugeben, nur sehr, sehr ungern und mit großen Bauchschmerzen. Mir fällt es, wie gesagt, schwer. Wir haben mit Hänge und Würgen und Trotz uns letztlich auch wegen der Haushaltssperre, die Hoffnung, dass wir am Jahresende hier in Dresden mit einer schwarzen Null, wurde gesagt, so plus minus 5 Millionen, am Ende ankommen werden. Das liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass die haushaltstragenden Fraktionen in diesem Stadtrat ihrer haushaltspolitischen Verantwortung überhaupt nicht gerecht geworden sind. Sonst hätten wir die Misere nämlich gar nicht. Wir haben nämlich, wie gesagt, kein Einnahmeproblem, wir haben Ausgabenproblem. Das haben Sie ja aus der Kämmerei schon sehr, sehr oft in allen möglichen Ausschüssen und hier auch im Stadtrat schon gehört. Zum anderen ist natürlich das Problem Konnexitätsprinzip. Sie wissen, wer bestellt, bezahlt und der Bund bestellt zurzeit bei den Kommunen sehr, sehr viel, zahlt aber nicht. Heute können Sie in der FAZ lesen, es geht um die Flüchtlingskosten. Das, was der Bund versprochen hat, sind 5.000 Euro pro Person, wären es eigentlich notwendig, aber es ist nicht mal die Hälfte, was die Kommunen kriegen. Also wie gesagt, wenn wir kein Geld kriegen, können wir es nie ausgeben und selbst wenn es Pflichtleistung ist, dann fehlt am Ende irgendwo das Geld. Aber zurück zum Thema. Bei der Haushaltssperre sind natürlich konkret Projekte und Vereine betroffen. Aber wir dürfen natürlich auch die Augen nicht dafür verschließen, dass trotz und auch unter der Haushaltssperre immer noch sehr, sehr viel Geld in dieser Stadt für Verzichtbares und Unwichtiges ausgegeben wird. Es ist also das Entscheidende, dass man die Prioritäten richtig setzt. Wichtige Dinge, wie gerade der Vereinssport, der Breitensport, aber auch der Leistungssport, der natürlich auch in den Vereinen praktiziert wird, ist sehr wichtig und das soll nicht auf der Strecke bleiben. Es geht hier um nichts mehr und nichts anderes und nichts weniger als um die Sicherstellung des Betriebs der Sportstätten in Dresden und wenn es einfach nur um die gestiegenen Energiekosten sind. Manchmal geht es nur mal ein paar hundert Euro bei den Vereinen, manchmal um mehr, aber das Geld, das fehlt, hat teilweise sehr große Auswirkungen, ist essentiell im Einzelfall. Insgesamt soll es ja so eine reichliche Million, 1,2 Millionen sollen es wohl sein, die insgesamt zusammenkommen. So viel sollten uns die Sportler natürlich in der Stadt wert sein. Ich rede hier auch von Kindern und Jugendlichen, die Sport treiben und die natürlich mit dem Sport eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung gefunden haben. Deshalb müssen wir die Haushaltsprioritäten entsprechend setzen. Gerade in Zeiten knapper Kassen muss das Geld, was halt noch da ist, so ausgegeben werden, dass eben so wichtige Anliegen bedient werden können.
Wir haben festgestellt, dass der interfraktionelle Antrag von Freien Wählern und CDU unserer Intention gerecht wird. Der ist noch ein bisschen ausführlicher, aber gibt das Geld auch für den Sport frei. Deshalb wollen wir hier unseren Antrag zurückziehen und werden den interfraktionellen Antrag unterstützen. Ich hoffe, dass das das letzte Mal sein wird, dass wir hier im Stadtrat darüber beschließen, an der Haushaltssperre herumzuknabbern. Denn irgendwann kommen wir wirklich in den Bereich, wo es dann am Ende nicht mehr langt. Und dann können wir uns dann überlegen, wie wir die Taschen stopfen. Aber erstmal, wie gesagt, wir werden den interfraktionellen Antrag unterstützen. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir in die zweite Runde und da weise ich nochmal darauf hin, dass die Redezeit sich jetzt verkürzt auf 3 Minuten, wie wir es besprochen und beschlossen haben. Und die nächsten Redner sind in der Reihenfolge Herr Wirz, Herr Hans, Herr Triefs. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Dr. Schulte-Wissermann, Sie haben mich hier inspiriert, mal Ihren ungedeckten Schecks entgegenzutreten. Sie postulieren hier 45 Millionen, die in nicht beschlossenen Vorlagen stehen, indem wir einfach die Parkgebühren erhöhen müssten dieser Stadt und alle Probleme wären gelöst. Sie gehen dann von der fälschlichen Annahme aus, dass jeder dieser Autobesitzer und im öffentlichen Raum Parker, gerade auch was die Frage des Bewohnerparkens und der ausufernden Erhöhung der Parkgebühren dort beherrscht, dieses Geld in der Tasche haben. Das haben viele nicht. Insofern ist es ein ungedeckter Scheck. Das Weitere, Ihnen sind ein paar Feinheiten zu dieser Vorlage entgangen. Die ist zwar noch im Geschäftsgang, aber die beigefügte Satzung ist derzeit aufgrund inzwischen vorangegangener Rechtsprechung rechtswidrig. Es gibt keine sozial abgestuften Tarife und die diesbezüglichen Satzungen in Freiburg sind vom Gericht kassiert worden. Das Zweite ist, diese soziale Ungerechtigkeit, die diesen Satzungen innewohnt, sie ertappen dort diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die gezwungen sind, ihre Fahrzeuge im öffentlichen Raum zu parken, während sie diejenigen, die ihre Fahrzeuge auf dem eigenen Ländereien parken, natürlich nicht fassen und da natürlich auch eine Schieflage drin haben. Was sie auch nicht begriffen haben, ist das Folgende, dass Parkgebühren nicht dazu dienen, die kommunalen Finanzen zu stützen. Das kommt vielleicht mal in Zukunft, aber derzeit ist die Rechtslage nach Straßenverkehrsordnung noch so, dass sie der Regulierung von übermäßigem Parkdruck dienen, sie zwar die Parkgebühren in beliebige Höhen nach Bundesrecht jetzt treiben dürfen, aber nicht überall willkürlich Bewohnerparken anordnen dürfen. Insofern ist das, was Sie hier gesagt haben, im Prinzip diese 45 Millionen, die gibt es nicht. Und wenn Sie vor den Kommunalwahlen hier im nächsten Jahr eine rechte Mehrheit triggern wollen, dann müssen Sie ganz laut durch die Gegend laufen und so weitermachen. Dann kriegen Sie weder die Parkgebühren noch nach dem Sommer nächsten Jahres die Chance, irgendetwas hier noch zu bewirken. Das bitte ich zu bedenken. Vielen Dank. So, als nächster Herr Hans, dann Herr Triefs. Ich würde gerne vom Platz reden gleich. Erstens möchte ich eine 10-minütige Auszeit nach der Debatte beantragen. Weil wir jetzt, wir haben jetzt wirklich sehr viele Änderungsanträge. Ich weiß, manche sind schon sehr klar in ihren Positionen, wir nicht ganz. Das sage ich einfach mal. Ne? Es gibt hier noch von der SPD, ist zum Beispiel auch nochmal aktualisiert worden, der Änderungsantrag. Ich würde auch da einfach nochmal an alle den Appell richten, dass man vielleicht nicht immer 5 Minuten vom Stadtrat noch neue Änderungsanträge einbringt und das doch versucht, in den Ausschüssen schon zu debattieren, weil da habt ihr, liebe SPD, nämlich den zurückgezogen sogar, der noch die Schulen nicht enthielt. Und deswegen hätte ich gerne noch eine Stellungnahme der Verwaltung einerseits zum Schulbereich. Also wie wird das gehandhabt? Ich hatte das im Finanzausschuss gefragt und eigentlich wurde da gesagt, alles, was notwendig ist, gerade was ja die Pflichtaufgaben angeht, GTA, Sachmittel irgendwie für Schulbudget, wird auf Antrag freigegeben. Das scheint aber bei den Schulen eben nicht ganz angekommen zu sein. Bitte äußern Sie es hier vielleicht auch nochmal öffentlich, auch gleich für die Schulleiterinnen und Schulleiter ist es dann vielleicht nochmal klarer. Und ich hätte gerne nochmal eine Stellungnahme der Verwaltung zu dem Fakt, dass diese minus 2,3 Millionen, die jetzt prognostiziert wurden und wo jetzt gesagt wird, das ist doch eine schwarze Null, dass die nach meinem Verständnis und nach dem, was aus meiner Sicht im Finanzausschuss gesagt wurde, inklusive des Effektes der Haushaltssperre von ungefähr 30 bis 40 Millionen sind, sodass, wenn man das nicht, wenn man die aufhebt, natürlich dann irgendwie 32 bis 42 Millionen minus hätte am Jahresende. Also das hätte ich gerne nochmal geklärt. Dankeschön.
Machen wir dann zum Schluss. Ich würde Herr Treves jetzt gleich nach dran nehmen und dann gucken, ob es noch weitere Wortmeldungen gibt. Dann machen wir eine Auszeit. Bevor es in die Auszeit geht, würde man nochmal die Fragen beantworten. Würde auch nochmal sagen, wie es nach derzeitigem Stand des Abstimmablauf wäre, sodass Sie das alles dann mitnehmen können. Aber erstmal jetzt Herr Treves, Herr Licht, Herr Kiesling. Ja, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Debatte hat mich dann doch bewogen, noch mal kurz auch was aus meiner Sicht zu dem Thema zu sagen. Also auf der einen Seite muss ich ja ehrlicherweise mal sagen, finde ich, den Ersetzungsantrag von CDU und Freie Wähler ist eigentlich an Zynismus fast nicht zu überbieten. Ich mag den Sport ja auch und ich mag auch die vielen Sportvereine, die wir in Dresden haben. Und natürlich sind die förderwürdig. Aber ist das wirklich unsere Priorität 1? Und Sie lehnen es ab, Mittel freizugeben für Soziales und Jugendhilfe? Ist das Ihre politische Prioritätensetzung? Ja? Ja? Okay. Dann lassen Sie uns das so festhalten. Dann ist das so. Ich finde auch noch einen zweiten Aspekt an dem Antrag spannend. Seit die CDU den Sportbürgermeister stellt, ist es der Frau Wagner auf Emma egal, dass wir die investiven Mittel im Sportbereich nicht mehr verbaut kriegen. Und deswegen schieben wir sie jetzt mal in den konsumtiven Bereich rüber. Wenn nur eine der rot-rot-grünen Fraktionen das für den Sozialbereich oder die Jugendhilfe vorgeschlagen hätte, was hätten Sie hier gestanden und gewettert von nicht funktionierender Haushaltspolitik und von dem Befördern von Partikularinteressen und so weiter. Also das finde ich tatsächlich schon nochmal einen sehr spannenden Vorgang. Als SPD-Fraktion haben wir mit unserem Ersetzungsantrag vorgeschlagen, die Haushaltssperre einfach insgesamt aufzuheben, weil sich die Lage eben verbessert hat und weil, wie es ja auch mehrfach schon gesagt worden ist, es abzusehen ist, dass wir wahrscheinlich mit einer schwarzen Null aus diesem Jahr rauskommen können. Wir haben aber auch falls dieser Ersetzungsantrag abgelehnt werden sollte, einen hilfsweisen Antrag eingereicht. Und zu dem will ich auch noch mal ganz kurz was sagen. Es wurde ja hier in der Debatte auch schon behauptet, das Geld wäre für alle Stadtbezirksbeiräte freigegeben. Das stimmt nicht. Der Stadtrat hat das für die Stadtbezirksbeiräte Kotta und Prohlis beschlossen und für die anderen 8 nicht. Das will ich schon auch noch mal klarstellen. Und ich meine, wir haben das damals beschlossen, weil wir gesagt haben, das sind Stadtbezirke, wo besonders viele geflüchtete Menschen untergebracht werden. Wenn man sich mal im monatlichen Asylmonitoring die Zahlen anguckt, dann sind Altstadt und Neustadt zum Beispiel ganz in einer ähnlichen Dimension unterwegs, was die Unterbringung von Geflüchteten angeht, wie Kotta und Prohlis. Deswegen, wir halten es für sinnvoll, dass bei den Stadtbezirksbeiräten die Budgets insgesamt freigegeben werden. Wir würden gerne in unserem hilfsweisen Antrag das jetzt noch als kleine mündliche Änderung den Stadtbezirk Klotzsche noch ergänzen. Der fehlt nämlich in dieser Aufzählung in unserem hilfsweisen Antrag noch. Aber nochmal ganz grundsätzlich, ich hoffe ja eigentlich, dass dieser hilfsweise Antrag nicht zur Abstimmung kommt, sondern wir uns auf die SPD-Ersetzung einigen können, dass wir die Haushaltssperre insgesamt aufheben. Dann brauchen wir uns nämlich auch nicht in irgendwelchen Überbietungswettbewerben oder in dem Ausspielen von unterschiedlichen Politikbereichen oder Bevölkerungsschichten oder Prioritätensetzungen ergehen, sondern dann können wir einfach sagen, wir geben die Mittel so aus, wie es geplant ist. Und dafür möchte ich nochmal werben. Vielen Dank. So, als nächste Wortmeldung Herr Lichti. Und ich würde dann Herrn Lommler erstmal nehmen, weil Sie hatten ja gesagt, Herr Kiesling, dass Sie Schlusswort machen wollen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst, Herr Oberbürgermeister, noch mal eine Frage an Sie und dann noch mal zur Debatte. Der linke Antrag sagt einfach, die Haushaltssperre wird aufgehoben. Ja, sorry, also mir geht es jetzt nicht um den Inhalt, sondern mir geht es um die Formulierung, weil mein Kenntnisstand ist der, dass der Stadtrat da einfach nicht zuständig ist. Das heißt, selbst wenn wir das beschließen würden, könnte der Oberbürgermeister doch weiterhin sagen, nein, nein, die Voraussetzungen der Haushaltssperre liegen vor. Das ist offensichtlich die Auffassung auch der Stadtverwaltung, wie sie uns im Finanzausschuss dargelegt worden ist. Das heißt, egal was wir hier beschließen, hätte es wahrscheinlich keinerlei Rechtswirkungen, sondern hätte, sage ich mal, eine politisch-symbolische Bedeutung. Nichtsdestotrotz haben natürlich die Antragsteller von Linken und SPD ausdrücklich recht. Es handelt sich hier um einen demokratischen Skandal und das möchte ich einfach auch nochmal sagen. Hier wird auf lange Sicht und 2024 droht ja die Fortsetzung, also praktisch für die gesamte Doppelhaushaltsperiode wird hier der Stadtrat praktisch ja,
die Macht genommen und wird, sage ich mal, der Oberbürgermeister, nicht der Obermeister, ich weiß, Sie schütteln den Kopf, die Finanzbeauftragte, also die Stadtverwaltung, bekommt dann sozusagen ein Ermächtigungsgesetz und kann dann schalten und walten, wie sie es wollen. Das ist genau die Art und Weise, wie sie in der Gemeindeordnung nicht vorgesehen ist. Ich will einfach nochmal daran erinnern, das kann und darf nicht hier zum Normalfall werden. Aber Herr Wirtz hat es mal wieder vermocht, mich nach vorne zu treiben. Und Herr Wirtz, ich sage Ihnen mal Folgendes. Ich weiß, ich kann kein Haus bauen. Ich bin kein Statiker. Ich weiß nicht, wie man eine Wand gerade und eine Mauer drauf und ein Dach drauf macht. Kann ich nicht, weiß ich nicht. Sie sind wahrscheinlich der Meinung, der Lichti ist ein schlechter Jurist. Mag sein, mag sein, mag sein. Kann ich nur sagen, die Universitäten, die mir den Abschluss gegeben haben, das Oberlandesgericht Dresden, waren andere Meinung, haben wir die Rechtsanwaltszulassung gegeben. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn, Herr Wirtz. Sie stellen sich hier hin und glauben, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 13. Juni 2013 interpretieren zu können. Fatalerweise habe ich es gelesen im Gegensatz zu Ihnen. Und das, was Sie hier behaupten, ist einfach die Unwahrheit. Ist einfach die Unwahrheit. In dem Urteil ist ausdrücklich die Grundannahmen der Freiburger Parkgebührensatzung bestätigt worden. Und es ist an einzelnen kleinen Dingen, die man so oder so sehen kann, die aber, sage ich mal, total leicht korrigierbar sind, also das sind Petitessen im Grunde. Wir erinnern uns mal, wir hatten auch mal so diese Kurtaxensatzung, das wurde dann auch mal kurz vom OVG Bautzen wegen so einem kleinen Ding, das haben wir dann relativ schnell, ohne dass es jemand gemerkt hat, auch dann wieder beseitigt hier im Stadtrat. Also, Herr Wirtz, was Sie behaupten, ist einfach die Unwahrheit. Das ist das pure Gegenteil. Das Bundesverwaltungsgericht hat die neuen Berechnungen der Bewohnerparkgebühren ausdrücklich bestätigt. Und es ist und bleibt ein Skandal, dass sozusagen dieser Stadtrat diese Haushaltssperre mit verursacht hat, die jetzt dem Oberbürgermeister und seinen Leuten diese Ermächtigung an die Hand gibt, weil er sich geweigert hat, nicht nur an der Stelle, aber auch an dieser Stelle einen seriösen Haushalt aufzustellen. Und deswegen bleibt es Ihre Verantwortung und Sie können diese Verantwortung nicht beim Oberbürgermeister abladen. Danke. So, als nächste Wortmeldung Herr Lommel. Ich komme danach dran. Ihr ruft dann gleich auf, aber Herr Lommel war schon aufgerufen gewesen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Herr Kitsch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, ich kam gestern von der Aufsichtsratssitzung von TWD nach Hause und meine Frau hat gefragt, was ist denn los? Und dann war der TWD gestern gewesen, eben gerade Aufsichtsratssitzung. Wir haben über Geld gesprochen, Aufsichtsrat. Und natürlich hat diese Besprechung über Geld evident damit zu tun, wie es der Landeshauptstadt Dresden gibt. Die TWD gibt, die TWD nimmt, sie hat Schulden, sie gibt Schulden und so weiter. Ich habe nur eine Bitte, ohne jetzt gegen das Verbot von Aufsichtsratbesprechungen zu verstoßen. Lieber Herr Oberbürgermeister, versuchen Sie bitte ehrlich heute zu sagen, wie es um uns steht in unseren Finanzen. Wie ich es gestern wahrgenommen habe, ist das Ganze, was ich hier auf der einen Seite gehört habe, mit schwarzer Null und wir haben zu viel Geld, das hat gestern ganz anders sich angehört. Das war ein Problem. Der einzige Satz, der hier vernünftig gesprochen worden ist, war von einer Kollegin gewesen. Wir haben Millionen und Abermillionen an Bestellungen bekommen vom Bund und vom Land und diese Institutionen sind bis heute nicht bereit, die Kommunen zu bezahlen dafür. Und ich kann es nicht für richtig finden, dass wir auf ungesteckte Schecks, die wir haben, weitermachen, als ob morgen alles bezahlt wird. Daran glaube ich nicht. Und Herr Oberbürgermeister, sagen Sie über die Finanzen, wie es aussieht. Danke. So, jetzt gab es einen Geschäftsordnungsantrag, Herr Genschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich fühlte mich von der Rede von Herrn Lichti angegriffen als demokratisch gewählter Stadtrat. Wenn hier ein Stadtrat von Ermächtigungsgesetz spricht, wenn wir hier gewählt sind, egal ob Stadträte, Bürgermeister oder Beigeordnete,
dann ist es mir egal. Wir hätten einen Aufschrei, wenn aus irgendeinem rechten Lager narzisstische Bezeichnungen gefallen. Und ob das nun ein roter Nazi ist oder ein brauner Nazi, ist mir egal. Solche Ausdrücke haben hier nichts zu suchen. Hat er durchaus recht. Also, jetzt kommen wir Herrn... Ja, Herr Wirtz, nochmal in Erwiderung und dann kommt Herr Scholbach. Und dann Herr Oberbürgermeister Arathen, lieber Herr Lichti, da das ja doch sich in der Debatte festhaken kann, muss ich es leider korrigieren. Die vorliegende Satzung zum Bewohnerparken ist rechtswidrig, weil sie unzulässige Sozialabstufung enthält. Die sind kassiert worden und sie ist unzulässig, weil sie auf unterschiedliche Fahrzeuglängen abstellt, was auch nicht zulässig ist. Insofern musste Herr Kühn da nochmal ran. Und wenn Sie das versuchen hier zu vernebeln, damit können Sie nicht mal einen juristischen Laien wie mich überzeugen. Wen wollen Sie sonst überzeugen? Und die Schieflage, dass Sie nur die Leute treffen, die eben im öffentlichen Raum herumstehen müssen und die anderen nicht, die bleibt Ihnen auch erhalten. Insofern hilft das nichts. Und außerdem bleibt es noch, ich kann es nochmal wiederholen, Sie können nicht überall willkürlich Bewohnerparken anordnen, sondern Sie brauchen aufgrund der StVO dazu einen Nachweis des Parkdruckes. Das heißt, Sie erwischen nur die, wo Parkdruck herrscht. Und wenn Sie Klagen gegen solche Satzungen noch ganz großen Raum geben wollen, dann müssen Sie sich hier vorstellen und müssen sagen, wir machen das nicht, um Parkraum zu verteilen, sondern wir machen das, weil wir Geld brauchen. Das ist sozusagen der große Anlass, dort richtig reinzuhaken. Insofern lassen Sie Ihren Parkraumpopulismus sein und kommen Sie auf den Boden der Tatsachen zurück, die hier in dieser Stadt auch geboten sind. Vielen Dank. So, jetzt Herr Scholbach. Und dann hoffe ich doch, Herr Kiesling, dass wir dann zum Schlusswort schreiten können. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es war hier in der Debatte in Frage gestellt worden, dass der Stadtrat die Haushaltssperre aufheben könne und es ist behauptet worden, das sei rein symbolischer Natur. Lieber Herr Lichti, ich hätte da eigentlich erwartet, dass Sie einfach mal den Antrag, über den wir hier debattieren, zumindest verstehend lesen. Der Titel ist ja eindeutig, der Titel des Antrages lautet ja Einschränkung der Haushaltssperre gemäß § 30 Sächsische Kommunale Haushaltsverordnung und Sie wissen ja, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung, also schauen wir doch mal, was steht denn da drin, § 30 Satz 2, ich zitiere, der Gemeinderat kann eine Sperre aufheben. Und was hat sich der Gesetzgeber dabei überlegt? Der oder die Fachbedienstete für das Finanzwesen erlässt die Haushaltssperre, das ist hier passiert. Der Gemeinderat ist aber das Hauptorgan und als Hauptorgan kann er eine solche Entscheidung korrigieren. Die Verantwortung dafür trägt der Gemeinderat. Und deshalb stellen wir von der Linken heute und hier genau das zur Disposition des Stadtrates, nämlich die Entscheidung, wollen wir die Haushaltssperre aufheben für Jugendhilfe, für Soziales, für Sport? Und wir schlagen vor, das zu tun, weil wenn wir es nicht machen, die Schäden sehr groß sind und wir wollen diese Schäden vermeiden. Und deshalb haben wir diesen Antrag gestellt und wir bitten um Zustimmung. So, dann sieht es gut aus. Herr Kiesling, Schlusswort. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, das war ja eine interessante Debatte. Ich will auf wenige Aspekte eingehen, hier als Schlusswort-Einreichungssprecher, als Sprecher des Schlusswortes. Das erste ist dieses Mantra von der Verantwortung, vom Geld der Bürgerinnen und Bürger, was wir ihnen aus der Tasche nehmen. Das stimmt ja, na klar stimmt das. Aber auf der anderen Seite geben wir das Geld ja auch für die Bürgerinnen und Bürger aus. Und dann kommt Verantwortung und dann meint man das, was einem selber nahe liegt. Und deswegen, Peter, erzählst du, dass es im Sport verantwortungsvoll ist. Und bei Jugendhilfe und Soziales hältst du es für nicht verantwortungsvoll. Ich vermute eher, deine Fraktion hält es für nicht verantwortungsvoll. Und das ist der Ärger, dass nämlich verantwortungsvolles Handeln hier neuerdings nach politischen Prioritäten festgesetzt wird. Das ist das Ärgerliche daran. Und noch ärgerlicher ist, und auch das muss man sagen, dass alle die sich heute hier vehement für den Sport ausgesprochen hätten,
ohne den linken Antrag überhaupt nichts getan hätten. Nichts. Es wäre von euch kein Antrag gekommen, um im Sport etwas aufzuheben. Keinen Millimeter hättet ihr euch bewegt und ihr hättet alle die pathetischen Worte, die ihr gesagt hättet, nicht sagen können und ihr hättet die Sportlerinnen und Sportler in der Stadt allein gelassen. Und darin liegt das Perfide, was die CDU hier tut. Weil wir hatten eigentlich hier eine Lichti sagt, es ist nichts Neues. Für mich ist es in diesem Moment neu und ich will es deswegen auch beschreiben, damit die mir zuhören, vielleicht auch diejenigen, die ihn live zum Schauen merken, was daran neu ist. Wir hatten hier eine haushaltstragende Mehrheit ohne Dissidenten. Das tut mir ausgesprochen leid. Vielleicht wäre es noch viel schöner geworden mit euch, aber eine haushaltstragende Mehrheit, die auf Ausgleich bedacht war. Die gesagt hat, es gibt unterschiedliche politische Prioritäten. Und wir versuchen, diese politischen Prioritäten zu etwas gemeinsam zusammenzubinden. Und jetzt verlässt die CDU auf offener Bühne diese auf Ausgleich bedachte Mehrheit und bildet mit der AfD zusammen, mit den Freien Wählern zusammen, einen ideologischen Block, der sagt, ja, Sport, geil, aber nein, Soziales, nein, Jugendhilfe. Das sind ganz alte ideologische Gräben, die hier wieder aufreißen, von denen ich dachte, dass sie überwunden sind. Und noch etwas zur Verantwortung und zu den 50 Millionen, die immer genannt wurden. Das muss man an dieser Stelle sagen. Während im Jugendhilfe- und Sportbereich wir von etwa 1 Million reden, die in diesem Jahr aufgehoben werden sollen, findet der Oberbürgermeister 50 Millionen. Er findet sie zu einem einzigen Zweck, nämlich um einen internationalen Konzern, der sich hier ansiedeln möchte, TSMC, wir wissen es alle, und der schon 5 Milliarden Fördersumme bekommen hat, um dem den Wasserpreis, den er zahlen möchte, dauerhaft zu ermäßigen. Das ist der Grund. Und wer das kann, wer 50 Millionen einfach so findet, verschenkt, damit andere weniger Wasserpreis bezahlen müssen, der könnte vielleicht in seinem Herzen gucken, ob er diese Millionen, die da fehlt, für Jugendhilfe und Soziales auch noch findet. Aber das ist egal, denn die Wasserpreise der Industrie, die sind uns wichtig. Und das, was junge Menschen und was soziale Schwache brauchen, das ist uns unwichtig. Ich bitte Sie, unserem Antrag, unseren Ergänzungsanträgen zuzustimmen. Wir werden diese ideologische Frage jetzt hier mal annehmen als Linke und einfach der SPD zustimmen. Natürlich ist der Antrag der Gesamtaufhebung auch ein rein ideologisch getriebener. Machen wir jetzt mal. Aber insgesamt, glaube ich, können wir in der Sache vorankommen für 3 Punkte. Okay. So, meine Damen, meine Herren, bevor wir jetzt in die gewünschte Auszeit kommen, würde ich erst ganz kurz mal was zum geplanten Abstimmungsverfahren sagen. Dann würden wir noch mal auf Fragen eingehen. Zunächst, was den Bildungsbereich angeht, Kollege Donhauser, dann sage ich noch mal generell was zum Thema Haushalt. Und dann, wie gesagt, machen wir Auszeit. Und nach der Auszeit kommen wir dann in die Abstimmung. Abstimmung würde ich wie folgt machen. Der weitestgehende Ersetzungsantrag ist der SPD. Den würde ich als erstes abstimmen. Ist er beschlossen, ist beschlossen. Was es bedeutet, komme ich auch noch dazu. Zum Zweiten würde ich dann den interfraktionellen von CDU und Freien Wählern, Freien Bürgern eingereichten Ersetzungsantrag abstimmen, aber im Sinne, dass ich den als Abstimmungsgrundlage nehmen würde, weil dagegen ja oder dazu ja noch einige Änderungsanträge gestellt sind, bekommt er eine Mehrheit, wird man den als Grundlage nehmen und die anderen Anträge dann abstimmen, und dann wird man die Schlussabstimmung machen. Bekommt er keine Mehrheit, bleiben wir beim federführenden Ausschussbericht als Grundlage. Das war ich erstmal zum Abstimmvorgehen. Und jetzt vielleicht erstmal. Da habe ich eine Rückfrage. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden, weil wenn Sie sagen, Freie Wähler CDU-Ersetzungsantrag zur Grundlage, also weil ich will jetzt nicht dem Ergebnis der Diskussion draußen vorweggreifen, aber für uns ist zum Beispiel schon relativ wesentlich, ob der Ergänzungsantrag der Linken eine Mehrheit bekommt oder nicht. Das heißt aber, wenn Sie sagen, der ist Grundlage, dann ist der noch nicht. Nein, also. Also das klang jetzt gerade so, als müssen wir den, also den kann man dann immer noch ablehnen. Der weitestgehende Ersetzungsantrag ist der von der SPD. Genau. Der wird zunächst abgestimmt. Bekommt er keine Mehrheit, kommt der zweitweiteste Ersetzungsantrag von der Union. Den würde ich aber jetzt, wenn ich ihn ersetze, dann sind wir durch, sind wir finito. Und ich würde Ihnen aber, weil es eine Reihe von Anträgen gibt, die auf diesen Bezug nehmen, deswegen würde ich den so abstimmen, dass wir ihn als Abstimmungsgrundlage nehmen und dazu dann die anderen Anträge in Ergänzung
abstimmen, wird aufgenommen, wird nicht aufgenommen. Und dann gibt es eine Endabstimmung. Und dann gibt es eine Endabstimmung. Sonst kommen wir da nicht klar mit dem, was jetzt beantragt ist. Nur nochmal zur Sicherheit. Genau. Das ist jetzt nur zur Erklärung. Deswegen habe ich bewusst auch gesagt, ich erkläre es Ihnen, bevor Sie in die Pause gehen, damit Sie sich auch auf dieses Prozedere vorbereiten können und dann nicht überrascht sind. So, jetzt war noch die Antwort zunächst vom Kollegen Donhauser und dann würde ich nochmal zu den Fragen ganz generell was sagen. Ja, und vielleicht ganz kurz nochmal, was das Thema 1,2 Millionen Euro Umschichtung von investiven Sportförderung, konsumtive Sportförderung angeht, zu reagieren. Das habe ich im Sportausschuss allen Mitgliedern transparent seit Wochen dargestellt, dass das eine Möglichkeit ist. Aus dem Sportausschuss kam von keinem einzigen Widerspruch, dass das so nicht gehen könnte. Herr Drees hat gerade behauptet, dass im Fass aufgemacht, darauf reagiere ich gerade. Und dass ich rede, kommt ja auch noch. Jetzt Bildung und dann sage ich zu. Also unglaublich, ich bin doch jetzt, glaube ich, dran ohne wie. So habe ich das transparent dargestellt und das ist eine Möglichkeit und deswegen ist der Antrag auch zulässig, was Herr Hecht gesagt hat, die Haushaltsmittel sind verfügbar, sind nicht gebunden, anders wäre das, wenn sie gebunden wären und wir würden es jetzt bei anderen Sachen streichen und der Stadtrat, das hat gerade Herr Schollbach gesagt, ist Herr des Verfahrens und kann über Mittel entsprechend entscheiden und verfügen. Was den Schulbereich angeht, ist so, da hatten wir auch vor einer Woche ausführlich im Bildungsausschuss über Auswirkungen der Haushaltssperre geredet. Alle Ausgaben, was Abfall und Lehrmittel oder Lernmittel angeht, Lernmittel also wie Taschenrechner etc., sind zu 100% freigegeben. Alle anderen Ausgaben oder Budgets sind auf 70% beschränkt. Wir haben dennoch den Schulen die Möglichkeit eingeräumt, dass die Freigabeanträge stellen können, wenn an der einen oder anderen Stelle das Geld nicht ausreichen würde. Vor einer Woche waren 26 Freigabeanträge von 150 Schulen gestellt worden. Die werden im Amt für Schulen bearbeitet und dort wird man schauen, wie man Möglichkeiten findet. Also ich sage mal salopp, es wird nicht daran scheitern, wenn Toilettenpapier gebraucht wird, dass entsprechend das von zu Hause mitgebracht wird, sondern das wird natürlich selbstverständlich bereitgestellt. So, meine Damen, meine Herren, dann nochmal ganz generell zur finanziellen Lage. Das war ja hinterfragt. Also man kann konstatieren, und das geht Dresden wie den meisten anderen Kommunen, die Finanzlage ist ausgesprochen angespannt. Warum ist die Finanzlage ausgesprochen angespannt? Das ist, und das muss man für Dresden jetzt erfreulich konstatieren, den meisten Kommunen geht das schon anders, dass wir immer noch mit leicht steigenden Steuereinnahmen zu verzeichnen haben. Die meisten Kommunen haben bestenfalls Konstanz. Viele haben sinkende Steuereinnahmen bereits bei dramatisch davon galoppierenden Ausgabepositionen. Das ist im Finanzzwischenbericht auch dargestellt worden. Wenn Sie sehen, dass wir fast im 100-Millionen-Rhythmus pro Jahr an Ausgabesteigerungen haben und wenn Sie sich die Ausgabepositionen anschauen, die da Steigerungen sind, sind im Wesentlichen, und das habe ich ja immer wieder darauf hingewiesen, Positionen, die von uns nur marginal beeinflussbar sind, sondern sind bestellte Leistungen, gerade im Sozialbereich. Wir haben auch sehr stark darauf hingewiesen, wo wir deutlich negative Zahlen im Moment schreiben, ob das eben im Verkehrsbereich ist, im Krankenhausbereich, wo dringend entsprechende Durchfinanzierung von den Bestellern, meistens Bund und die Länder, erreicht werden muss. Und kommen alle Kommunen in eine dramatische Schieflage. Wir haben uns selber als Stadt Dresden eigene Bewirtschaftungsregeln aufgestellt, dass wir sagen, wir haben ein Neuverschuldungsverbot und das ist auch einzuhalten. Und von der Seite her sind wir schon von dieser Seite gehalten, einmal mit einer Haushaltssperre auch alles daran zu setzen, dass wir mit den Mitteln im Jahr auskommen, die wir eben entsprechend haben. Da die Ausgaben davon galoppieren, müssen wir auf die Bremse setzen und in der Bremse gehen eben auch nur die Möglichkeiten im freiwilligen Ausgabenbereich. Und so ist auch die Sperre ja veranlasst.
dass alle pflichtigen Ausgaben selbstverständlich umgesetzt werden und ansonsten eben eine 70-prozentige Ausgabemöglichkeit war und 30% Sperre verhängt worden ist. Wir haben dann in vielen Einzelfällen darauf reagiert, um eben Kollateralschäden zu vermeiden. Wir ist aber ganz einzig eine, nämlich verantwortlich. Auch nach Gemeindeordnung ist die Fachbedienstete für das Finanzwesen und nicht der Oberbürgermeister, als auch gleichzeitig Finanzbeigeordneter, sondern eben die Fachbedienstete. Und das haben wir sehr wohlweislich von Anfang an getrennt, dass eben diese Position nicht in Personalunion, sondern eben von Frau Möckel als Kämmereileiterin besetzt wird. Es ist auch darauf hingewiesen worden, plötzlich findet er 50 Millionen. Nein, er hat nicht 50 Millionen gefunden, sondern es standen für die Wasserversorgung des Dresdner Nordens bereits 32 Millionen Euro im Haushalt. Und weitere 18 Millionen Euro sind auch nie irgendwie jetzt zusätzlich von Himmel gefallen, sondern sind durch Umverteilungen aus anderen Positionen zur Rückstellung von Maßnahmen, also kurzum eine Prioritätensetzung vorgenommen worden, sodass wir auch in Zukunft die Steuerkraft der Stadt Dresden erhalten und eben das konstatieren können, was wir im Moment eben anders als viele andere haben, dass wir weiterhin steigende Steuereinnahmen haben, die uns etwas, auch gerade den Haushaltsvollzug im Kalenderjahr 23 leichter gestalten, als es bei anderen läuft und trotzdem ist das Tuch viel zu eng. Zu dem, was im Finanzzwischenbericht für das Jahresende prognostiziert worden ist. Heißt, wenn wir bei striktesten Haushaltsdisziplin bleiben und der Haushaltssperre, kommen wir am Jahresende mit minus 2,5 Millionen raus, was nahezu eben eine Punktlandung ist, aber eben nur, wenn wir strikte Haushaltsdisziplin haben. Wenn wir eine Freigabe machen, dann marschieren wir im großen Millionenbereich absehbar ins Minus, weil wir eben ja nicht nur einmal die gesperrten Positionen haben, wir haben auch eine ganze Reihe von Positionen, wo aus den gesperrten Mitteln Umverteilung vorgenommen worden sind, um eben und gerade Sie erinnern sich an den Vorlagen, die wir jüngst schon hatten, die auch noch kommen, Ausgabepositionen haben, die deutlich ansteigen. Wir haben gerade ja zuletzt die Vorlage Asyl, wo wir im hohen zweistelligen Millionenbereich weitere Mittel zur Verfügung stellen müssen. Wir haben in anderen Sozialbereichen, im Jugendhilfebereich weitere Vorlagen, die notwendig sind, um Umverteilungen vorzunehmen. Und wenn wir das eben jetzt die Sperre aufheben, dann kommen wir in die Dimension, die ich auch im Finanzausschuss gesagt habe, die Herr Hans zitiert hat. Und das ist die Problematik, die eben nicht sagt, wir landen dann bei einer Punktlandung. Insofern sollten Sie es beschließen, werde ich prüfen, ob ich aufgrund von Nachteiligkeit dem widersprechen muss. Und dann treffen wir uns im Zweifel damit wieder. Soweit vielleicht in Beantwortung der Fragen, die aufgetaucht sind und zur generellen Einordnung. Geschäftsordnend Frau Frohwiese. Ich hatte versucht, darauf hinzuweisen, dass der Herr Donhauser nicht auf unsere Frage antwortet. Das war keine inhaltliche Frage, die ist im Zweifelsfall sogar total unstrittig, sondern ob das überhaupt zulässig ist. Wir haben heute hier den Gegenstand auf der Tagesordnung Einschränkung der Haushaltssperre und es ist in dem interfraktionellen Ersatzungsantrag unter Punkt 2 beantragt, Haushaltsmittel aus der investiven in die konsumtive Sportförderung in Höhe von 1,2 Millionen umzuverteilen. Die Frage bezieht sich darauf, ist es überhaupt zulässig, diesen Beschluss jetzt hier unter dem Gegenstand, der ein völlig anderer ist, heute so zu fassen? Das war die Frage des Kollegen, bei der wir um Beantwortung baten. Also ich glaube schon, aber wir nehmen es gerne nochmal mit, in den Anschluss auch zu prüfen. So, damit gehen wir in die Auszeit. Und nach der Auszeit hatte ich Ihnen gesagt, wie das Abstimmverhalten läuft. Und in diesem Sinne geben Sie mir ein Signal. 10 Minuten waren gewünscht, es sollte bitteschön nicht mehr sein.
So, meine Damen, meine Herren, bitte den Platz wieder einnehmen, dass wir fortsetzen können mit der Antragsberatung. Und so, gibt es aus der Auszeit noch weitere Anträge? Das ist nicht der Fall, sodass wir jetzt in die Abstimmung ein. Frau Frohwieser. Das ist kein Antrag, Sie hatten ja nach Anträgen gefragt. Ich möchte aber noch mal ausdrücklich betonen, das war ja der Hintergrund unserer Frage, dass wir, das, Sie haben gesagt, Sie nehmen es noch mal zur Prüfung mit hier, tatsächlich auch beanstanden und das für nicht zulässig halten unter dem heute geladenen Gegenstand, den entsprechenden Punkt aus dem interfraktionellen Antrag abzustimmen. Gut, so, dann kommen wir zur Abstimmung. Wir haben zunächst, wie ich es eingangs gesagt habe, als weitestgehenden Antrag den Ersetzungsantrag der SPD, der eben die Aufhebung der kompletten Haushaltssperre vorsieht. Wer diesem Ersetzungsantrag folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.20 Ja, 46 Nein, keine Enthaltung, wird damit abgelehnt. So, dann hatte ich gesagt, wir nehmen es jetzt in der nächsten Abstimmung, dass wir den Ersetzungsantrag von CDU und Freien Wählern in der Gestalt jetzt abstimmen, dass wir ihn als Abstimmungsgrundlage nehmen, wenn er eine Mehrheit bekommt. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 24, nein, 2 Enthaltung. Wäre das jetzt die... Herr Schäuber. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ganz offensichtlich hat in einer Fraktion Konfusion geherrscht über das Abstimmungsverhalten. Und ich würde deshalb beantragen, die Zählung zu wiederholen, damit Klarheit herrscht, was welches Votum bedeutet. Also, Wiederholung der Zählung ist beantragt. Wir machen das sowieso so. Das ist mit der Maschine, heißt das dann zwar auch namentlich, aber das macht die auch alles. Und insofern kriegen wir das hin. Also, nochmal zum Verständnis. Wir stimmen jetzt ab, nicht wie der Antrag formuliert ist, im Sinne des Ersetzungsantrags sofort eine Schlussabstimmung, sondern wir nehmen den CDU- und Freie Wähler-Antrag als Abstimmungsgrundlage, wenn er eine Mehrheit hat. Ansonsten würde über den federführenden Ausschussbericht weiter abgestimmt werden und hier würde jetzt das die Abstimmungsgrundlage werden. Wer diesem folgen möchte, der müsste jetzt mit Ja stimmen. Wer das nicht möchte, muss natürlich irgendwas anderes drücken. So, dann ist dieses mit einem... Das können wir nach der Abstimmung machen, dass wir dann Erklärungen zum Abstimmungsverhalten machen. Wir sind jetzt mitten in der Abstimmung und haben damit mit 33 Ja bei 33 Nein-Stimmen ein Patt. Und ein Patt ist eine Ablehnung. Somit ist weiterhin die Abstimmungsgrundlage der federführende Ausschussbericht. Und zu diesem federführenden Ausschussbericht gibt es jetzt Ergänzungsantrag noch einen von der SPD.
Ich weise nochmal darauf hin, in dem Punkt A zusätzlich den Stadtbezirksbeirat Klotsche mit bedient gegenüber dem, was jetzt schriftlich hier vorliegend war. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen, 13 Enthaltungen. Hätte damit keine Mehrheit gefunden. So, die anderen Anträge waren jetzt hilfsweise beziehend immer wieder auf den abgelehnten Änderungsantrag. Deswegen müsste es jetzt eigentlich alles sein, was ich habe. Und ich könnte über den unveränderten federführenden Ausschussbericht Nein, der war zustimmend. Also, wer dem federführenden Ausschussbericht seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit wäre der federführende Ausschussbericht abgelehnt. Wir sind noch nicht ganz durch. Wenn federführender Ausschuss abgelehnt, dann wird der Antrag dann im Original zur Abstimmung gestellt. Der ist zwar genauso, aber ändert nichts daran. Und wer dem Antrag zustimmen möchte von Fraktion Die Linke, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit wäre das abgelehnt und damit ist der Antrag in Gänze abgelehnt. Jetzt kämen wir an den Punkt, wo wir sagen, wir können jetzt Erklärung zum Abstimmungsverhalten machen. Also bitte schön, Herr Hönig. Herr Hoher Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, ich bin das Zünglein an der Waage gewesen und ich habe mir jetzt von allen Seiten Frust eingehandelt. Ja, böse Blicke von Seiten der CDU, Unverständnis von Seiten der AfD. Ich will das trotzdem erklären. Also von eurer Seite diesmal nicht. Und zwar seid ihr aber auch nicht besser. Ich habe deswegen so abgestimmt, weil ich eigentlich meine, dass es von allen Seiten schlecht ist, was hier passiert. Der Herr Drews hat gesagt, es wären Partikularinteressen vertreten. Man kann es auch knallhart sagen, das ist Lobbypolitik. Jeder hat ja seine Lobby, jeder will ja seine Wählerschichten füttern. Das ist in einem gewissen, einer gewissen Weise auch legitim. Aber wenn es der Stadt schlecht geht, und der Oberbürgermeister hat es deutlich gesagt, dann gibt es keine Lobby, dann gibt es keine Ungleichbehandlung. Und Ungleichbehandlung wäre es auch, den Sport besser zu stellen als andere. Und deswegen habe ich so gestimmt, entweder wir haben einen Notstand in der Stadt und wir haben kein Geld, dann müssen wir es zusammenhalten und dann ist es völlig egal, ob die Jugendhilfe gefördert wird oder der Sport, dann macht die Gemeinde genau das, was die Gemeindeordnung vorsieht, nämlich ihre Pflichtaufgaben. Und das ist sichergestellt und die anderen Aufgaben werden zu 70% nur gefördert und das ist Gleichbehandlung und da muss der Sport in meinen Augen der Fairness halber drunter leiden. Ich bin parteilos, ich bin fraktionslos, ich denke, ich habe so abgestimmt, wie es eigentlich dem Willen der meisten Dresdner Wähler entspricht, nämlich geradeaus. Danke sehr. So, meine Damen, meine Herren, es ist jetzt nach 18.30 Uhr. Noch eine persönliche Erklärung. Na, bitte schön, Frau Wir haben folgendes Problem. Wir haben jetzt zwischendrin festgestellt, dass der Herr Brauns rausgefallen ist und nicht mitstimmen konnte. Die Anlage, nee, hinhaut, ich weiß es nicht, auf jeden Fall nicht dabei. Ich bitte nochmal um Wiederholung der Abschluss. Der entsprechende. Also er scheint, wir haben nie mitbekommen, ab welchem Moment Herr Brauns nicht mit abgestimmt hat. Das ist höchst unglücklich, aber ich bitte nochmal um Wiederholung der Stimme. Naja, da wir eine namentliche Aufzeichnung da haben und eine namentliche Abstimmung haben, werden wir das ja ganz schnell rausbekommen. Und aber in der Schlussabstimmung nie, aber in der entscheidenden Abstimmung. Und insofern gucke ich mir das gleich an.
Also, meine Damen, meine Herren, wir würden Ihnen vorschlagen, damit wir das sauber hier prüfen können, dass ich Ihnen das Ergebnis der Prüfung nach der Pause dann sage, dass wir jetzt nicht zu viel Zeit verlieren, dass ich jetzt, dass wir auch aus der Maschine das rausziehen können. Entweder ich sage Ihnen alles ganz sauber, wir können das dokumentiert Ihnen vorzeigen, oder es muss eben dann nochmal wiederholt werden. Ich würde sagen, wir haben es jetzt 18:40, also 19.15 Uhr fahren wir mit der Sitzung fort.
So, meine Damen, meine Herren, lassen Sie uns fortsetzen in der Sitzung. Und bevor wir dazu kommen, wir eingangs bei der Tagesordnung beschlossen, dass jetzt Tagesordnungspunkt 14 als nächster kommt. Nochmal ganz kurz in Auswertung alles dessen, was wir an entsprechenden Prüfungen jetzt zum Abstimmungsverfahren vornehmen konnten. Also die Anlage funktioniert, die funktionierte auch am Platz. Wir konnten aber auch sehen, dass mutmaßlich jetzt selber Dr. Brauns die Karte falsch reingesteckt hat. Aber das ist wie eben nicht Teilnahme an der Abstimmung. Insoweit sehe ich aber keine Grundlage, dass es eben eine Gerechtfertigung wäre, die Abstimmung zu wiederholen, sondern es ist halt so. Und insofern gilt das Ergebnis so, wie es eben jetzt gewesen ist. Wenn da Bedarf ist, können wir gerne auch die Aufsichtsbehörde anrufen, aber so wäre eben jetzt das Verfahren.